Hallo, ihr seht bei mir im Hintergrund den Yachthafen von Palma de Mallorca. Ich möchte den Ort und die Zeit nutzen, heute euch etwas über die Besteuerung von Luxusgütern respektive über die Abzugsfähigkeit dieser Luxusgüter zu berichten. Mein Name ist Ralf Bürgelin, ich bin Steuerberater in Breisach, aber hier gerade in Mallorca. Yachten, Segeljachten, Motorjachten, Fischerei und Jagd, diese Aufwendungen sind explizit in § 4 des Einkommensteuergesetzes als Abzug für Betriebsausgaben ausgeschlossen. Das hat seinen Grund, weil man sagt, es hat keine Relevanz zum Betrieb. Das ist soweit auch klar. Auch gibt es für diese Anschaffungen keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Vorsteuerabzug. Aber das ist gar nicht so sehr der Fokus. Immer mehr im Fokus rückt die Besteuerung oder die Abzugsfähigkeit von sogenannten Luxuswagen. Das war vor Jahren noch kein Thema, bis der Bundesfinanzhof für einen Tierarzt entschieden hat, dass ein Ferrari beim Tierarzt nicht abzugsfähig ist. Dieser Tierarzt damals hatte den nur mit Fahrtenbuch nachgewiesen für Fahrten zu Fortbildungen benutzt. Und daraufhin wurde dann der Abzug dieses Ferraris nicht zugelassen und damit weg. Es gibt jetzt zahlreiche Urteile, wo in die gleiche Richtung geht. Das Gleiche gilt auch für Oldtimer. Grundsätzlich kann ein Oldtimer den Betrieb nutzen und kann für den Betrieb genutzt werden. Fahre ich ihn aber nur wenige 100 Kilometer im Jahr, dann steht die private Veranlassung im Vordergrund und dann sind das Ausgaben der privaten Lebensführung. Und jetzt komme ich auf eine Besonderheit, die unglaublich wichtig ist. Obwohl die Abschreibungen für diese Fahrzeuge nicht als Betriebsausgaben gelten, wird bei einem späteren Veräußerung so dargestellt, als wäre die Abschreibung voll weg. Nehmen wir mal an, den Ferrari 300.000 Euro auf 6 Jahre abgeschrieben, hätte ich 50.000 Euro Abschreibung pro Jahr und ich verkaufe ihn im 7. Jahr, dann ist dieser Ferrari nur noch mit 1 Euro in den Büchern. Nehmen wir an, ich würde ihn für 250.000 wieder verkaufen können, dann muss ich jetzt voll die 249.999 Euro versteuern, obwohl die Abschreibung nicht als Betriebsausgabe da war. Deshalb überlegt euch gut, ob solche Fahrzeuge im Betriebsvermögen richtig sind oder nicht. Aber man muss auch klar sagen, es ist auch nach wie vor möglich, solche teure Fahrzeuge in den Betriebsausgaben zu haben und die AFA zu bekommen. Da kommt es ganz genau drauf an, ist es angemessen? Ist der Umsatz und der Gewinn nachhaltig so groß, dass so ein Fahrzeug in der Relation steht? Habe ich ein Unternehmen, wo ein besonderer Repräsentationsaufwand erforderlich ist und so ein Fahrzeug deshalb auch notwendig ist? Und weitere Dinge. Es dürfen eben nicht überwiegend private Gründe, wie hat es der BFH so schön gesagt, es darf nicht ausschließlich zur Befriedigung einer privaten Affinität dienen. Und das ist der Grund, warum manche Fahrzeuge gehen und manche nicht. Aber man kann ganz klar sagen, die Rechtsprechung wird hier strenger. Der Gesetzgeber macht hier immer weniger Möglichkeiten von der Abzugsfähigkeit solcher Luxusautos möglich. Das war's aus Palma de Mallorca. Ich wünsche eine tolle Zeit. Und bis bald, Ralf Bürgelin.